Hallöchen, ihr Lieben. Mal ganz kurz denn die Szene umschalten. So, jetzt müsstet ihr auch gleich was sehen. Ach ja, arg will. Sehr schön. Ich bin heute erstmal ganz kurz alleine da. Die liebe Schinko kommt dann später dazu. Und bringt wahrscheinlich jemanden mit, aber dazu kommen wir dann später. Und heute gibt es auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung. Und zwar komme ich dann später dazu. Ich würde sagen, ich verrate euch das dann später. Wir gucken jetzt erstmal nach den Baby-Dinos. Heute hat sich leider alles ein bisschen verspätet, weil ich noch an was gearbeitet habe. Und das hat leider noch ein bisschen gedauert. Länger als gedacht. So, du brauchst in 29 Minuten etwas. Du brauchst gar nichts mehr. Du willst auch gar nichts mehr. Das ist schön. 30 Minuten, 29 Minuten. So. Muss mal kurz gucken. So, dann hole ich jetzt mal die liebe Maid dazu. Die ist nämlich schon im Discord oben. Mal gucken, was heute gespielt wird. Hallöchen, liebe Maid. Hallo. So, ich habe gerade ein Follow von Ava. Was? Ava 666? Habe ich das richtig gesehen? Also, ich muss jetzt mal gerade gucken. 66613. Du bist gerade sehr leise bei mir. Moment mal, das muss ich mal ganz kurz einstellen. Ah, nee. Hallo. Ganz da hab bei mir. So. Du bist phasenweise ein bisschen leise. Ja, weil ich das Mikro noch nicht so wirklich. Ach so. Ja, ich muss Ja. nur gerade gucken. Ich habe gerade So. selber gestartet. Also es ist noch ganz, ganz frisch hier. Ja, ich habe nur den Server gerade bei Ark hinzugefügt. Also ich bin gerade Was dabei, den will denn Server zu schon suchen. wieder? Ah. So, hallo? Ja, also der Spiel? Community-Server ist jetzt noch nicht an. Jetzt mir, das macht nichts. Ist nicht so schlimm. Ich muss mal Das machen wir dann gerade irgendwie mal mein später. Spiel wiederfinden. Da ist es doch. Wo ist es denn jetzt? Wieso startet es denn nicht? Oh, nee. Ich liebe es ja, ne, wenn Ark wieder diese Dinge tut. Ja, das läuft auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, wirst und willst du Ark streamen oder bist du jetzt einfach nur Mitspielerin? Mein Stream ist an. Nochmal was? Mein Stream ist an. Ah, okay. Ja. Deswegen bin ich nicht vorher reingekommen, weil mein Stream an ist. Alles gut, alles gut. Ja, stimmt ja auch. Ich meine, normalerweise würden wir uns vorher im Aufwärmen aufhalten. Es war jetzt nur gerade ein bisschen, ja, es war heute irgendwie, es kam alles zusammen. Alles gut, alles Erstens gut, habe ich alles gut. bei den Einstellungen noch länger gebraucht als geplant und dann ist auch noch die liebe Kate ausgefallen, weil sie Kopfschmerzen hat. Ach je. Ja gut, das passiert. So, Und dann heute dann starten lieber wir nicht Ark mal neu. mitmacht. Dann starten wir Ark mal neu, wenn es denn dann funktioniert. Ich hoffe es. Was? Ark konnte den mit des. Leck mich, ist mir doch egal. Der letzte Speicherstand ist sowieso im Arsch. Speicherstand? Was? Hä? Ach. Das Spiel meckert gerade rum. Ark meckert gerade rum. So, das ist Na. so das Übliche, was ich bei Ark irgendwie nicht so ganz vermisse. So. So. Das haben wir jetzt auch Ja, zu Ende noch nicht gebracht. ganz. Also es gibt auf jeden Fall, ich kann schon mal sagen, es gibt auf jeden Fall nachher noch eine Ankündigung. Und So. ja, ich habe mich wohl schon ein bisschen verplappert. So, und damit ihr auch wisst, mit wem wir es hier zu tun haben, bei mir im Stream, der Multilink. Die Katze ist noch nicht online, die steht aber schon mal mit drin, die kommt auch gleich noch dazu. Ich brauche beim Multilink übrigens dann auch noch deinen Namen. Das habe ich jetzt total vergessen zum Einfügen. Aber die Ach Katze so, ist drin. Das kann ich ja gleich mal ja, einfügen. einfach das, was vor meinem Vornamen hier im Discord steht. Na. Also vor dem Strich.
Verbindungsfehler. Okay. What the Mal ganz fuck? kurz. Ja, wahrscheinlich wird er noch irgendeine Mod installieren. Nee, der sagt angeblich sei ich schon bereits authentifiziert. Will er mich jetzt verarschen? Na, 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 leise. So. Kopieren. Ich mache Muss mal Ark ganz noch mal kurz neu. deinen Ich Stream auf. muss Ark noch mal neu Und starten. füge das mal über den Bot ein. Ja, Ark Survival Evolved spielen. Bitteschön. Dankeschön. Erstmal Controller wegpacken. Brauche ich jetzt Kann nicht mehr. ich? Was bitte? Schade. Ich wollte gerade gucken, ob ich diesen Multi duplizieren kann. Das kann ich natürlich nicht, aber ich kann ihn editieren und kann einfach einen Multi 3 draus machen. So, kriegen wir es dann jetzt hin? Mit dem Beitreten? Ihr müsst mir gleich mal sagen, ob ich mit der Cam da irgendwo irgendwie richtig bin oder ob ich irgendwas verdecke oder so, Chat, bitte. Die Mods, die habe ich heute Nachmittag schon installiert. Ungültiger Versuch. Cool. Ich komme bei euch auf den Server nicht drauf. Warum? Was sagt er? Ungültiger Versuch bereits authentifiziert. Ja, Verbindungsfehler. Moment, ich schmeiß dich gleich raus. Oh, Moment, ich schreib das mal ganz kurz hier fertig. Ich bin nämlich arschgemein und editiere den jetzt nicht, sondern schreibe einen neuen. So. Dann kriegen meine Lieben noch mal ganz kurz das Halloween, den Halloween-Screen zu sehen, wenn ich hier im Admin rumturne. So. Gott, habe ich alles gar nicht. Das ist mir alles viel zu viel Arbeit. Jahreszeitliche Screens. Ach, den Ich habe habe ich meinen Leuten. für den Halloween. Nö. Nee, du bist nicht da. Ich kann dich Ja, nicht dann rausschmeißen. schauen wir mal. Dann musst du einfach im Zweifelsfall Steam nochmal neu starten. Daran liegt das nicht. Ja, jetzt sagt er Loading Mods. Jetzt ist das erste Mal, dass er sagt, er will die Mods laden. Okay. Weil das bereits authentifiziert, das kenne ich, wenn du angeloggt bist, aber nicht wirklich eingeloggt bist, quasi. Wenn du noch an der Warteschleife hängst. Ich war auf dem Server ja noch nicht einmal drauf. Ja, nee, ich meinte nicht drauf bist, sondern wenn du dich eingeloggt hast, aber runtergefallen bist, aus welchen Gründen auch immer, Ja, und der Server noch nicht ich kenne. registriert hat, dass du raus bist, dann kommt Ja. sowas. Aber 15 Mods, alter Verwalter. Ja. Ich meine, ich habe auch auf einem. Das letzte Mal, dass ich Ark gespielt habe, war auch auf einem gemoddeten Server, aber 15 Mods hatten wir dann danach nicht drauf. Ja, es sind vielleicht ein bisschen viel, aber es sind gut ausgewählte Mods. Also es ist jetzt nichts Sinnloses drauf, sozusagen. Ja, macht halt den Ladeprozess am Anfang unendlich langsam, ne? Ja, unendlich nicht. Kommt drauf an. Ich meine, ich brauche 2, 3 Minuten. Ja, aber
Ich bin jetzt bei 6 von 15. Ja, das ist eh relativ schnell. Also. Das finde ich jetzt nicht langsam. Also vom Spiel zu starten finde ich das extrem langsam. Aber ja gut, gibt Schlimmeres. Zum Beispiel, ich schon wieder vergessen habe, mir was zu trinken zu holen. Ich bin sofort wieder da, während der hier weiterlädt. Bis gleich. Bis gleich. So, ich war ja am Überlegen, ob ich die Nanny vielleicht rausstellen soll. Die Frage ist, wie weit die Pull Range von der geht. Ah, die Strom Range. Wieder da. Wippi. Danke. Ja. Also kurz zur Erklärung, falls du das noch nicht so richtig mitbekommen hast oder falls meine Zuschauer das vielleicht auch noch nicht so ganz mitbekommen haben. Wir haben hier einen Ark Story Server und spielen hier die Story durch. Okay. Und zwar wollen wir mit diesen Chars einmal von Island bis nach Extinction durchspielen. Okay, das funktioniert mit mir schon mal nicht, weil ich nur die kostenfreien Maps habe. Das macht ja nichts. Du kannst ja, wenn du dann willst, auf den Community-Server wechseln, wenn wir eben Maps spielen, die für dich nicht gehen. Könntest du dann auch weiterspielen, dass du einfach noch weiterhin Spaß hast. Fakt ist, dass der Stream-Server dann die Maps wechseln wird, wenn wir durch sind. Weil wir eben auf dem Stream-Server die Maps durchspielen und auf dem Community-Server... Ja, jetzt habe ich es wieder verraten. Aber ihr wisst ja, dass es in Planung war, liebe Zuschauer. Und auf dem Community-Server bleiben quasi die Maps immer erhalten. Also wir starten mit Island. Und es kommt dann SE dazu, es kommt dann Aberration dazu und es kommt dann Extinction dazu. Und Island bleibt aber erhalten. Das heißt, du kannst immer auf Island spielen bei uns. Ja, mal gucken. Da hast du auch die 15 Mods, da hast du auch ziemlich selbe Einstellungen. Ein bisschen anders ist es, aber im Endeffekt relativ gleich. Und da kannst du halt dich aufbauen, das Strukturenlimit ist erhöht. Und ja, man kann halt tun, was man normalerweise in Ark tut. Katze. Du lebst, das ist schön. Oh je, hatte sie Kopfschmerzen oder was? Nö, nur hat nur lange gearbeitet. Die Arme. Und sie ist aus dem Weg. Ja. Muss jetzt gleich erstmal gucken, ob ich mit der Steuerung wieder klarkomme, weil ich habe das ja schon ein paar Monate jetzt nicht mehr gespielt. Klar. Also wie gesagt, das kann ich dir anbieten. Wir werden ja dann... Huch! Läuft. Jetzt bin ich vom Server geflogen. Schön! Ja, ihr Lieben. Das passiert, wenn die Flumina vom Server fliegt. Keine Ahnung warum. Nein, fehlst du nicht. Bei mir fehlst du nicht im Multilink. Liebelein. Solltest du zumindest nicht. So, ich bin nicht berechtigt, diesem exklusiven Server beizutreten. Ah, okay. Was? Ich hab doch...
Ja, toll, jetzt lade ich gerade die Mods. Okay, dann beende ich nochmal Ark. Ich habe dich nämlich eigentlich eingetragen. Ja, sieht so aus, dass ich das nicht bin. Hallo. Mein Steam reagiert gerade nicht. Guckst du? Da bist du mit drin. Hallo? Als ob ich dich vergessen würde. Alles gut. So, ihr Ja. Lieben. Kurze technische Pause. Ich muss gerade mal gucken, was da los ist. Muss erstmal die Musik hier ein bisschen runterdrehen. Die geht einem irgendwie leicht auf den Geist. Hat Ark vielleicht ein Ab? Nee, hat's nicht. Keine Ahnung. Cool, vor allen Dingen, der hat mir auch den Server aus der Liste geschmissen dadurch. Ja, ich nehme den jetzt ganz kurz offline und trage dich dann neu ein. Ich weiß nicht, warum du da nicht drin stehst. Keine Ahnung. Okay. Also ich habe, wenn ich da bei den Steam-IDs gucke und deine Steam-ID dazu nehme, die ich ja angepinnt habe. Nee. Blödsinn. Falsches Dings. Hier. Zack. Mehrmals. 7656 1198. Ja, aber du bist eingetragen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Du bist eingetragen. Er zeigt mir jetzt den Server auch an wieder. Also jetzt zumindest in Steam. Ob in Arc, weiß ich noch nicht. Doch, in Arc zeigt er mir jetzt auch wieder an. Dann versuchen wir nochmal beizutreten. Vielleicht hat er wirklich ganz kurz Schluck auf gehabt. Ich bin runtergeflogen. Vielleicht hat sich der wirklich kurz neu gestartet. Ich weiß es auch nicht. Jetzt fängt er die Mods wieder an, neu zu laden. Ich war ja schon bei 15 von 15, ne? Aber macht Wie ja nichts. gesagt, laut Arc bist du eingetragen. Ich kann auch nichts machen, also. Ja, wir werden sehen. Ich mache ja die Nummer, also ich kopiere die Mods ja nur, die Ja, alles gut. Steam-ID ja nur. Ich trage die ja nicht händisch ein. Aber wie gesagt, ich Alles bin auch gut. gerade runtergeflogen. Ich glaube, dass der gerade Schluck auf hatte. Hallöchen. Heute ist Pleiten, Pech und Pannen. Ja, Bärchen! Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Das falsch. Wie war das nochmal? Geht's heute um 8 wieder los? Ja, es geht los. Was war los bei dir? Ein anderes Spiel ist noch dazwischen gekommen. Mit ein paar Kollegen. Ein bisschen ranken. Also Ranglistenspiel. Bin nicht berechtigt, diesem Server beizutreten. Ja, Ich habe okay, das dann Recht muss ich nicht ihn dazu. nochmal neu starten. Dann hat er das nicht übernommen. Ich weiß nicht warum. Und eigentlich bin ich noch nicht gejoint. Bärchen, bitte nicht dem Server beitreten. Ich muss den einmal neu starten. Ja, alles gut.
Mermaid ist nicht berechtigt, diesem Server beizutreten, obwohl ich sie eingetragen habe. Ich verstehe das gerade nicht. Das ist ein G-Portal-Server? Ja. Ja, dann wundert mich das gerade gar nicht. Wieso? Also ja, im letzten Server, wo ich gespielt habe, das war auch ein G-Portal-Server und der hat auch immer nur Stress gemacht. Ich hatte mit G-Portal noch nie Probleme, was das Thema angeht. Ach so, erstmal mal in meinem für die, die noch nicht teilgenommen haben, ihr könnt bei mir noch an der Umfrage teilnehmen, was im November so kommt, außer Elite und eventuell Ark, wenn das hier funktioniert. Ja, Pleiten, Pech und Bannen mit Borderlands. Klappt mit deiner Stream-Beschreibung, Shinku. Klappt. So ein bisschen, ne? Das ist mir auch so aufgefallen. Aber ja, gut. Server wieder da? Nee, der fährt gerade Okay. runter. Okay, Der weil braucht ein mir mich bisschen. tatsächlich sogar noch angezeigt wird. Ja, ich habe eine Neustartwarnung drin. Ja, das heißt ja nichts. Ich war ja gar nicht drauf. Aber er wird bei mir in der Serverliste ausnahmsweise sogar noch angezeigt, was er ja eben nicht wurde. Ja, dann sieht man wieder mal, wie es nicht läuft, liebe Leute. Überlastet möglich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist echt schwierig. Wie gesagt, sie steht drin. Ich hatte das letztens schon mal mit einem Admin-Dingens, wobei ich glaube, da lag es an dem Fehler von Shinku. Das war kein Admin-Fehler, sondern das war einfach ein Fehler, dass sie den Befehl falsch eingegeben hat. Keine Ahnung, was da los ist. Also. Wie gut, dass bei der Katze noch der Countdown runterläuft. Ja, das stimmt wohl, nur es kann sein, dass sie auch schon joinen versucht. Glaube ich nicht. Sie weiß es ja, dass es hier gerade nicht funktioniert. Die ist ja nicht blöd. Hallo? So, Pleiten, Pech und Pannen, diesmal so richtig. Ah, Server stoppt noch. Ich will jetzt vorher nichts speichern und dann umspeichern, weil der Server stoppt noch. Oh Mann, es ist doch echt nicht mehr normal, oder? Weiß ich, meine. Kann mal bei der lieben Shinku zumindest ein Bild reinschauen, was sie gerade macht und im Chat.
da sein. Die wird schon recht kommen, keine Sorge. Lass ihr die Minuten Ruhe noch nach der Arbeit. Warum höre ich mich jetzt doppelt? Ach, deswegen. Okay. Alles klar. Na, heute läuft's auf jeden Fall. Streamt eigentlich außer dir und der Katze noch jemand oder? Arg jetzt direkt, also mein Arg jetzt direkt nicht. Okay. Wenn du das meinst. Vielleicht kommt mit dem Com-Server noch jemand dazu. Ich meinte jetzt eigentlich nur bei der Runde heute Abend hier. Nee, eigentlich nicht. Gut. Also wir sind nur zu dritt. Okay, alles gut. Hast du eigentlich das Twitch-Soundtrack-Problem gelöst gekriegt? Ich habe Soundtrack jetzt komplett rausgeschmissen einfach. Und da ich eh meistens Arc mache, mache ich keine Hintergrundmusik rein. Warum? Interessant wäre es nur bei Star Stable gewesen oder bei anderen Streams, wo die Musik relativ leise ist oder wo man die Musik jetzt nicht wirklich... Bei Arc finde ich es ganz schön. Warum? Ich hab doch bei der Katze im Discord... Ja, das war davor. Ich habe es davor rausgespissen und dann hast du geschrieben, wie es geht. Ja. Also. Ich hatte bei mir ähnliche Probleme. Und ja. Ich werde es vielleicht nochmal probieren. Ich habe das Programm ja noch auf dem Desktop, glaube ich, drauf. Ja, ich sehe es gerade. Und ich kann das ja jederzeit wieder implementieren. Also das ist ja überhaupt kein Thema. Nee, das ist die falsche Herangehensweise. Einmal komplett deinstallieren, neu installieren. Und hab dann ich ja. So einstellen. Ich hab's deinstalliert. Ja, du hast noch die Excel-Datei für die Installation auf dem Desktop, oder was? Nee, ich habe das Programm noch bei mir drauf, aber nicht mehr im Stream eingebunden. Ja, aber das ist scheiße, weil das macht Fehler. Deinstallier das Programm, installier es neu und mach es dann in den Stream mit rein. Okay. Glaub mir, das macht Fehler. Also bisher hatte ich jetzt nichts mehr. Ja. Nein, aber wenn du es wieder neu in den Stream reinbaust, macht es Fehler. Ja, dann werde ich es, bevor ich es reinbaue, deinstallieren. Und dann ist es wirklich ganz einfach mit der Einstellung. So wie ich mit den beiden Screenshots gezeigt habe, wie es funktioniert und gut ist. Du musst halt nur gucken, du arbeitest ja mit Streamlabs und ich mit OBS Studio. Ja. Welcher VOD-Kanal bei Streamlabs verwendet wird? Er sagt mir, bei mir ist es der Zweier. Ja, bei mir auch. Dann kannst du es genauso einstellen wie bei mir. So dann kannst du es genauso einstellen wie bei den Screenshots. Dann ist es Server startet wieder oder ist auch schon wieder da. Mal gucken. Hallöchen. Wollen wir doch mal schauen, ob wir beitreten können. Wie gesagt, ich habe dich jetzt einmal rausgelöscht und einmal wieder eingefügt. Wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Tja, dann, wenn das jetzt nicht geht, dann was mit A. Wir gucken gerade, wer heute mehr Pleiten, Pech und Pannen macht. Hallo, Katze. Und die Katze hat schon wieder keinen Sound im Discord. Ja, das ist doch normal. Also ich habe gehört, das ist ganz normal.
cool, jetzt ist der Server bei mir erstmal wieder weg. Das ist doch schön, Kate. Freut mich. Und tschüss, weg ist die Kate. Ah, und wieder da, die Schinki. Ich sehe gerade, dass bei meinem Chat gar nicht die Uhrzeit angezeigt wird, wann was gepostet wird. Deswegen ist es oft so, dass ich eine Chatnachricht lese und dann ist die schon wieder alt. Das musst du dir einstellen in den Anzeigen. Muss ich mir mal in Ruhe bei Chatten angucken. Jetzt finde ich den Server gar nicht mehr. Ja, er ist auch noch nicht da. Also er wird mir auch noch nicht angezeigt. Der dürfte noch. Ja, laut Chipotle ist er wieder da. Aber laut Dingens noch nicht. So wie es scheint. Ah, jetzt ist er da. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir beitreten dürfen. Schon einmal. Ja, das Pausenbild ist doch super. Ich weiß gar nicht, warum du die ganze Zeit im Pausenbild bist. Ich habe ein Pausenscreen drin, wenn irgendwas problematisch ist. Wartet mal, ich kann auch hier kopieren. Wahrscheinlich wird man das auf dem Halloween-Screen aber gar nicht sehen. Einfügen. Ja, das sieht man halt nicht. Muss ich Farbe ändern. In Rot. Ah, verflixt. Ja, weil das gelockt ist, deswegen. Wüste und schon kann man es lesen. Na, ich bin noch am Ändern. Huch. Das wird dunkel. Nö, ich bin nicht berechtigt beizutreten. Okay. Damit ist das Experiment Ark für mich heute gescheitert, weil das hat jetzt keinen Zweck. Wir sind jetzt hier seit über einer Dreiviertelstunde dran. Ganz ehrlich, das machen wir beim nächsten Mal dann bitte in Ruhe vorm Streamstart, weil das hat so keinen Zweck. Ja, verstehe ich. Ich meine, das ist auch für die Zuschauer scheiße, mal ganz ernsthaft. Dann gehe ich lieber wieder zurück zu Elite. Also, weil das bringt so nichts. Es tut mir leid. Nee, das ist gut. Hat so keinen Zweck. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht funktioniert. Wie gesagt, also. Ja. Beim nächsten Mal bitte sowas vor Streamstart testen, so wie wir es eigentlich geplant haben, ne? Ja. Machen wir auf jeden Fall. In anderen Discord. Na, dann wünsche ich dir noch einen schönen Restabend. Jo, euch auch. Viel Spaß euch. Bis dann.
So, mein Arc ist wieder da. Ich muss das noch mal in Zukunft ein bisschen abändern. Test, Test. Ja, Hallo, ja, mein man hört Mikrofon dich. ist gerade für mich. Die Flummi jetzt nicht mehr. Ah. Nicht mehr? Oh. Wann ist das heute hier schon wieder? Das ist heute auf jeden Fall also richtig, richtig schön. Jo. Pech, bleiben Pech und Pannen hier. So, jetzt höre ich dich wieder. Mein Mikrofon war gerade aus und ich habe gesagt, Mate, bleib ruhig. Ich habe mich gewundert, warum sie nicht reagiert hatten, bin dann laut geworden. Ja, Mate ist ein bisschen sauer geworden, hat man vielleicht gehört. Aber mein Mikro ist ausgegangen, deswegen konnte sie mich ja gar Ah. nicht hören. Und ich hatte gerade noch gesagt, kannst du dich noch erinnern, wenn du mich auf den Server geschrieben hast, dass das auch erst ewig nicht ging und dann ging es auf einmal und wir wussten nicht warum, weil du nichts geändert hast? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es jetzt zweimal gelöscht, Bei zweimal eingefügt. Es will einfach nicht. mir hatten. Hallo, lieber Ankreuz. Bei mir hatten wir genau denselben Scheiß. Und ich habe. Und auf einmal ging's. Und da hattest du mich noch nicht mal irgendwie Für neu mich ist eh gerade reingedingst. die Frage, ohne das jetzt ganz negativ zu meinen, aber sie sagt, sie Ja. will oder sie wird die Story nicht mitspielen, weil sie die Kaufkarten nicht hat. Ob sie dann nicht besser auf dem Community-Server aufgehoben ist. Weil sie da halt auch streamen kann und halt Island spielen kann in ihrem Tempo, das sie will. Mein Arc hat keinen Sound. Ja, das kannst du arg neu starten, das ist normal. Ich werde in dem Fall den einen Multi-Dreier-Dingens rausnehmen, weil der ist ja mit Mermaid. Wir streamen ja jetzt nicht mehr mit ihr. Zumindest für heute. Witzigerweise habe ich gestern schon mal meinen ganzen Commands und so geändert. Für heute. Damit es alles passt und ich heute nichts mehr machen muss, weil ich ja wusste, dass es mit der Zeit knapp wird. Der hat mir alles gesetzt. Alles. Was hat er? Der hat mir alles wieder zurückgesetzt. Oh Alles. nein. Der hat mir sogar den falschen Multi-Dingens-Link bei mir reingetan. Alles. Ich habe gestern, bevor Okay. ich ins Bett bin, extra alles vorbereitet. Ja, heute ist ein Lieber Pleiten, Pech und Ankreuz. Pannenstream. Ich glaube, wir sollten es halt generell Ja. lassen. Also Kate kann auch nicht. Die hat Kopfschmerzen. Die kommt heute auch nicht mehr dazu. Und dabei wollte ich heute doch so eine tolle Ankündigung machen. Aber in dem Fall machen wir nur eine offizielle Ankündigung. Ja. Weil vielleicht schaffen wir es dann nächste Woche spontan, nicht hier zu streamen, sondern, jetzt kann ich es ja ganz offen und ehrlich sagen, wir haben die letzten Wochen an einem Community-Server gebastelt. Und in dem Fall kann ich jetzt sagen, mit nächster Woche, beziehungsweise grundsätzlich ist die Werbung schon online und man kann auch schon joinen. Der Server ist gerade noch nicht aktiv, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten ändern wollte. Aber theoretisch, wer auf den Discord hüpft, bekommt die Zugangsdaten und kann auf dem Server joinen. Sind die identischen Mods wie hier? Oh, Die mein Arsch, hoffe ich, Einstellungen das läuft. sind etwas anders. Also ein bisschen schwieriger. Aber im Endeffekt wird es alle Karten geben. Das heißt, ihr habt ruhig Zeit, alle Karten durchzuspielen. Und ja. Wer mitspielen will, ist herzlich willkommen. Und unter dem Command mitspielen erfährt ihr alles, wie ihr mitspielen könnt. Und keine Sorge, ihr müsst im Discord nicht sprechen. Ihr könnt auch einfach nur zum Lesen dazukommen. Aber Discord ist in gewisser Hinsicht Pflicht, weil es dort Updates gibt, die ganzen Informationen und so weiter und so fort. So, ah, ich muss mal aufs Spiel umstellen. Huh? Ja. Nicht kaputt gehen, Ines. Ich bin doch immer kaputt, da brauche ich nicht mehr kaputt gehen. So sieht's aus bei uns. Bärchen, du bist auch schon da, habe ich gerade gesehen. In der Ankündigung macht das richtig.
Warum denn aber nicht im Befehl? Gott, du bist komisch. Huch. Hast Das dir das schon Bärchen mal ist gerade gesagt? leise. Läuft. Ja. Bärchen, falls Ich du habe uns hören kannst, wir können dich nicht hören. es wie. Ah, jetzt Hallo? doch. Okay. Ich habe gerade gefragt, ob du auch da bist und da kam nichts. Und jetzt dachte ich, du kannst uns vielleicht nicht hören. Oder du hast wieder irgendwas umgestellt. Ja. Kila, kannst du ein bisschen leiser schnarchen, bitte? Wem du noch mithörst, ist Lumina und Bärchen. Wer fragt dann? Bei mir im Chat, die liebe Juli hat gefragt. Gib mir den Halloween Candy. Er ist ausverkauft. Nein, er ist noch da. Gamma 5. Nein! Hast du mich aber erschreckt, Bärchen? Ich hab E gedrückt und bin runtergefallen. Das schaffen Flummi und ich ja nie. Nein, das ist eine ganz, 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 ganz seltene Seltenheit. Bei mir leider nicht. Lass mich raus, Map. So, was stand eigentlich heute auf dem Plan? 180er Ja, Tech-Check. also eigentlich weiß ich gar nicht, was auf dem Plan stand. Irgendwie haben wir uns da nicht wirklich einen Plan drüber gemacht. Ich würde grundsätzlich sagen, da Kate jetzt nicht dabei ist, vielleicht jetzt nichts extrem Story-Spezifisches. Wir könnten ja weiter züchten. Ich meine, Rexe rausschmeißen geht immer. Ja, Megaterien man kann. rausschmeißen ebenso. Genau, ich könnte ja hier Stall weiterbauen, damit wir hier vor der Base ein bisschen Luft Und kriegen. Terizinus-Zähmen wäre eigentlich auch mal. Beziehungsweise haben wir jetzt eigentlich schon, oder? Ja, wir haben Ein, zwei oder? gute. Echt, haben wir? Ja, die Prinzessin Lilifee und den Ceratinosaurus, der hier steht. Ja. Die sind beide gar nicht so schlecht. Die Wer ist würde ich eigentlich auf die tatsächlich auch Nase so. gekommen? Das war Kate. Finde ich total gut. Hallo, schmeiß die Schnecke weg, danke. Oh Gott, Gamma 4 ist ein bisschen hell. Leute, Gamma 4 ist hell. Ich spiele gerade auf Gamma 5. Oh Gott. Also Gamma 3 ist bei mir ja eigentlich meistens Standard in der Nacht. Oder generell fast immer Standard, weil ich einfach A faul bin und B. Kann ich ja gar nicht verstehen. Nein, ich auch. Bei sowas bin ich extremst faul. Gebe ich ja alles zu. Haben wir hier in der Nähe irgendwo Kristallvorkommen? Oh, bestimmt. Stimmt da, wo es auch So, Eisen einer der gibt, ne? Dinos wollte Filet. Warte mal, geht die Nanny eigentlich so weit? Weil dann hätten wir das Problem gelöst. Show Range. Wir brauchen Hafen. Ja, gerade so. Also der eine Dino ist gerade so drin. Der spazieren gehen will, nicht. Aber gut, spazieren gehen kann ich. Das ist ja kein Problem. Rexe sind nicht die hellsten, oder? Nee. Komm mit. Komm her. Na komm. Welches Level hatten die Rexe so alle, die ihr da schon habt? Du meinst jetzt die Babys oder die Großen? Also die Erwachsenen? Als ob sei und ja. 303, 303, 316, 318. Ja, Dodo Rex, halt die Klappe. 316. Hallo.
Du darfst bitte ganz weit wegbleiben. Danke. Standardgemäß 300 noch was gefunden, oder was? Nee. Was waren die? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, was ist da drin? Vielen Dank fürs Reinschauen. Weil ich habe hier einen 180er. Ja, das ist Standard-Max-Level. Da haben wir aber schon höhere gefunden. Mhm. Tech-Rexe meinst du jetzt, oder? Ja, Tech-Rex, 180. Du, wir sind mit den Tech-Rexen fertig. Da brauchst du nicht mehr. Ich finde die Farbe schön. Ja, dann nehm ihn mit. Dann nehm ihn mit, wenn du die Farbe schön findest. Aber brauchen tun wir die gar nicht mehr. Also, wir sind fertig. Was craften wir denn? Was craften wir denn? Wolltest du nicht Tresore machen? Wobei... Ja, da brauchen wir Polymer noch. Ja. Pärchen. Ja. Da war ja was. Poly. Ja. Poly ist Obsidian und Zement. Es ist beides hier auf Island ein bisschen selten. Wir können doch Pinguine. Ja, könnten wir machen. Leid erlösen. Wir haben sogar welche, wir könnten die verpaaren. Kate hat doch richtig viele gezähmt. Ja, die stehen hier oben. Wenn wir die miteinander verpaaren, kriegen wir vielleicht was Günstiges bei rum. Nee, wir gehen Pinguine erlösen. Aber ich glaube, erlösen ist einfacher, oder? Ja. Okay, dann schnappe ich mir mal einen Vogel, würde ich sagen. Oh, Manika. Ich muss mal übrigens die Steam-Namen wieder anschalten. Das nervt total, dass die aus sind bei mir. Hatte ich kein Petri? Bestimmt. Gute Frage. Wahrscheinlich habe ich die eingepackt. Es kann sein, dass ich die eingepackt habe. Schau einfach mal in Tiere. Ist da noch eine Schneerüstung drin? Nope. Ah, ich habe die im Inventar. Okay. Also ich hätte die Schneerüstung im Inventar. Ja, dein Salem kann sehr gut timen. Naja. Er wird es überleben. Kann ich mit Licht anschlagen, die Nacht verschwinden. Ich hab sogar mal ihn gefunden. Andi. Sehr schön. Wow. So. Ach, warte mal, ich hab, glaube ich, mein Ding ins oben hingeparkt. Sollen wir theoretisch auch Bates mitnehmen, wenn wir schon irgendwie da unterwegs sind? Ja, oder? Ich habe nichts mehr in der Tasche. Aber wir können Gemüsebaits machen. Wir haben jetzt Gemüsebaits. Also Gemüse angepflanzt. Okay. Mal gucken hier. I'm a pancake. Und ich renne immer noch die falsche Richtung. Es ist wirklich. Ja. Da freut sich jemand. Bärchen, teilt uns mit, worüber du dich so freust. Ich bin ein Pancake. So, jetzt muss ich erstmal meinen Loot holen. Auf jeden Fall habe ich Candy gefunden. Sogar zum Einfärben. Das sammelt mal bitte auch. Ah, da sind noch 20 Veggie Bells. Den nehme ich gleich mal mit. So. Ich repariere meine Rüstung mal vorher. Na, ich glaube, meine ist noch ganz. Oh. Kaum gebraucht. Ich weiß ja nicht, also vielleicht kommen wir da nachher noch zum Reden, dass wir das nachher noch besprechen wegen Mermaid. Ich meine, mir hat es ja auch leid getan, dass das jetzt nicht geklappt hat. Und sie hat auch gemeint, man sollte das vorher testen. Ja, ich meine, ich wusste halt nicht, dass es nicht funktioniert. Ich hatte das Problem wirklich noch nicht. Aber reden wir dann nachher nochmal drüber. Wenn nicht, guckt ihr euch, schreibt da einfach nochmal miteinander und
guckt vielleicht am Wochenende, dass er nochmal testet, ob sie drauf kann. Ich kann halt nicht mehr machen, als sie. Ich kann nicht mehr machen, als sie rausnehmen und reinnehmen. Ja, wir hatten das Problem aber auch, dass es erst nicht ging. Und ich meine, dass wir einmal bei mir die falsche Nummer hatten vom Steam. Nee, bei ihr ist es die richtige Nummer, das habe ich ja gesehen. Und bei mir ging es aber auch mit der richtigen Nummer nicht gleich. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Aber frag mich bitte nicht, was wir gemacht haben, damit es ging. Nämlich keine Ahnung mehr. Jo. Junge, dieser Rex, der geht mir gerade richtig auf den Zünder. Oh, guckt euch mal den Mond an, wie gut ist der denn? Ich habe keinen Mond. Ja. Richtig cool, der Tech, der Dodorex ist hier irgendwo am Strand. Echt? Richtig cool, ja. Ist das dann safe, dass wir die Base verlassen? Der ist nur am Strand und das ist kein Flugtier. Der tut uns nichts. Ich meine nicht, dass der auf unsere Base losgeht. Nee, das macht er nicht. So. Sieht so cool aus. Ja. Okay, dann ab in Schnee und Pinguine schnetzeln, würde ich sagen, oder? Hm. Ja. So, Bulli. Bulli war es, ne? Das war brauchten. Ja. Mir fällt gerade noch ein. Ich habe keine Bates eingepackt. Ich habe Gemüsebates und Fleischbates einstecken. Ich habe nur vergessen, mir Essen mitzunehmen. Na, egal. Ich habe noch 5 Prime. Ein bisschen Essen habe ich bei. Der Mond wird gefuttert. Welche Nummern sollen wir in Ruhe lassen, Kate? Ich glaube, den futterst du nicht. Ein Skelett pronto. Ich liebe diesen Skin. Ja, pass auf, der hat mehr Leben, aber du kannst den gerne versuchen zu schnetzeln. Nö, nicht mit den ganzen Viehspiel, was da noch an Raptor und so rum ekelt. Oh, wo war denn Loot hier? Ja. Ach, wollte ich auch gerade hier. Nein! Lauf! Forest, lauf, du bist zu weit weg. Oh, hier fällt ein Baum rum. Die lassen wir in Ruhe, die hätten wir, wenn, dann verpaart. Ja, wahrscheinlich ist da ein Bronto oder ein Rex oder sonstiges unterwegs. Und Schubsi. Ist übrigens auch ein richtig schöner Platz hier. Da so an der Klippe. Gibt ja echt schöne. Total. Orte, hm? Ah ja, und hier bei diesem Baum, das ist auch ein Spot, den ich total gerne mag. Ich habe gerade kein Multi auf, ich kann also nicht gucken. Wie gemein. Noch was ich vergessen habe. Ja, ich habe auch noch kein Multi, aber du siehst ja hier den Platz. Ich werde angegriffen. Klaufi! Muss hier. Ja, genau da. Klaufi im Schlepptau. Ja, komm her. Bring her. Okay, ist abgedreht. So, Orangene da. Komm her, du Klaufi. Ja. Was greift mich denn da an? Und er ist tot. So, hier, dieser Platz. Hm? Bei diesem wunderschönen Baum. Ja, das ist auch cool. Das wird ein kleiner Spot, aber da kannst du auch richtig schön bauen. Ja. So. Hast du vielleicht einen Katzi dabei? Da könnten wir noch auf die Katze umsteigen.
Leider nicht. Macht nix. Weil diese orangen Ichthyornisse hier. Guck dir die mal an. Rot und orange. Und 150 im Level, ja? Wo bist du gerade? Einfach nur vor. Ja, hier. Ja. Ich habe leider gerade keine Fischpelz dabei. Das ist schade. Aber naja. Weil wir sind ja auch eigentlich zum Polymer. Ja. So, wo sind die hübschen Pinguine? Oh. Okay, Dodorex. Tschüss, ist weg. Dodorex. Ach, guck mal hier, das Calicotherium sieht cool aus. Wir sehen alle so cool aus bei den Halloween-Farben. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Könnt ihr mal den Multistream anmachen, von dir zumindest? So. Ich würde es gerne machen, aber bei mir geht's wieder nicht. Wow. Ach, jetzt kommt Werbung bei mir. Liebe Leute, Entschuldigung. Tut einmal mir leid. Werbung. Bevor der Multi startet. Ich bin jetzt an der Pinguin-Ecke und das sind keine Pinguine. Was soll das? Ich guck auch gerade schon. Normalerweise rennen hier auch schon immer mal welche rum. Ja, und hier auf dieser Insel sowieso. Da rennen nur Pinguine rum, aber da ist irgendwie gerade nichts. Ein rosanes Heilschwein. 145er Megatherium. Einfach mal hier so ein Weibchen. 21 Damage, 21 Gesundheit. Ich glaube, den nehme ich mit. Mach das. Ich habe ja jetzt Gemüsebelz. Damit geht's schneller, ne? Ja. Aber warum laggt denn ruckelt denn mein Stream jetzt auf 100%. Einmal so? Vielleicht weil ich dich abgegriffen habe? Kann das sein? Nee. Nee, eigentlich nicht. Das eigentlich nicht. Das hat ja mit meinem PC nichts zu tun. Vielleicht lädt da wieder irgendwas im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Wo sind denn die ganzen Pinguine hin? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, liebe Zuschauer, der Start war heute ein bisschen holprig. Es tut mir wirklich leid. Manchmal ist das so. Und ich war auch noch mit dran schuld, dass es so spät losging. Nee, du, bei uns ging es auch später los. Ich habe mir gedacht, ich schaffe das mit dem Server noch, dass ich den fertig mache. Und war eigentlich schon so gut wie fertig, mehr oder weniger. Und dann kam halt Kate, dass sie heute nicht dabei ist. Was ich auch vollends verstehen kann. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja. Aber das war halt dann nochmal so ein, jetzt müssen wir umplanen. Sollen wir heute die Ankündigung überhaupt machen? Sollen wir vielleicht warten bis nächste Woche? Ja. Vor allem, weil ich auch noch nicht 100% fertig bin und ich bin das Wochenende auch gar nicht da. Ach, genau. Und liebe Leute, nächste Woche, Donnerstag, fällt der Stream bei mir leider aus. Ich weiß nicht, ob die liebe Shinku vielleicht ein Ersatzprogramm hat. Mir fällt bestimmt irgendwas ein. Ich kann wahrscheinlich zuschauen, aber ich bin wahrscheinlich nicht in der Lage, selber zu streamen. Das ist, ja. Warum komme ich denn nicht auf mein Agi drauf? Ich habe keine Ahnung. Hä?
Irgendwas verprügelt deinen Agi, oder? Ja. Ein, stellen ein, mal ein. Auf neutral. Ein, wie heißen die? Ich habe keine Ahnung, Polovia? Ja. Okay. Boah. Es ist gerade alles ein bisschen doof. Ja. Aber trotzdem, nochmal eine Werbung von mir. Wenn ihr mitspielen wollt, kommt auf den Discord. Schickt mir eure Steam-ID. Und ich gebe euch die Zugangsdaten für den Server. Und ihr könnt euch da frei bewegen, Island erkunden und unser Konzept erkunden und gucken, ob es euch gefällt. Mhm. Oh, Nachti Kate. Nachti. Wir hören uns. Ich wollte gerade vorhin sagen. Tun wir nichts, nee. Machen wir die Wochenende noch Star Stable, aber ich bin das Wochenende wahrscheinlich gar nicht da. Och, wo geht's denn hin? Ach, wir fahren, also es liegt jetzt noch in der Schwebe, aber der Plan ist, nach Hörbrands zu fahren, zu meinen Verwandten. Mhm. Mal gucken, ob es auch klappt. Ich drück die Däumchen. Weil meine Mutter ist jetzt gerade ein bisschen kränklich. Ja, oh, Entschuldigung. Gesundheit ist immer so eine. Alles gut. Gesundheit ist immer so eine Sache, ja. So schnell konnte ich jetzt gerade nicht reagieren. Oh. Ich hab einen Pinguin. Ich hab einen. Und ein Baby da hinten. Super. So, weil wir gerade ein paar Zuschauer haben, starte ich mal ein Spiel. Mach das. Okay, vielleicht will sich ja jemand anschließen. Einfach Ausrufezeichen Boss in den Chat. Dann kann man bei einem Bosskampf mitmachen. Wobei, irgendwie, glaube ich, funktioniert der gerade nicht. Was ist da los? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Bots nicht richtig funktionieren. Ist bei mir aber zurzeit auch so. Mit dem Bot. Normalerweise Dinge, würde ja dann. Die sie. Geht das? Es geht gerade gar nichts. Das ist schön. Mich hat schon gewundert, weil okay. Kate geschrieben hat und es kam nie eine Meldung. Ich werde den mal abmelden und wieder anmelden. Un momento. Ja. Ich melde mich natürlich jetzt nicht ab und wieder an. Ach, guck, jetzt funktioniert der Multi. Ach, super. Ne? Oder habe ich den deaktiviert? Ich irgendwie funktioniert das gerade nicht. Moment. Mal kurz gucken. Das Megatherium will was von mir. Das ist jetzt fertig. Hat es denn vielleicht deaktiviert? Möglich. Bärchen, lebst du noch? Ja, der Rex, der liegt. Perfekt. So, ich habe ein paar Pinguinchen gefunden und erlöst vom Leid. Sehr schön. Aber viele waren es leider nicht. Mir hat's doch tatsächlich meinen Boss zerlegt. Ist das zu glauben? Oder war der woanders? Okay. Moment. Also unter Commands habe ich ihn gerade nicht gefunden. Ah, hier. Tame Duel. Ne, der Boss ist noch da. Und der ist auch an. Hm. Okay. Ach, Twitch ist zurzeit komisch. Kannst du sagen, was du willst. Mach den mal außen wieder an.
Ach ja, weil ich den Bot jetzt auch schon wieder angemacht habe, sagt er mir jetzt, dass ich nochmal online gegangen bin. Das ist ja schön. Ja. Kriege ich jetzt hier so nicht geregelt? Ach doch, jetzt steht. Ja. Also es steht nicht mehr, dass wir alles gesammelt haben. Das finde ich ja interessant. Es war wieder aktuell alles Technik, die verscheißert. Total. So, was haben wir denn hier bekommen? Wir haben hier bekommen 29 Gesundheit, 29 Damage, 30 Gewicht und 25 Stamina. Keine Ahnung, ob wir das schon haben. Ich packe die Gute Suse dann mal Frage, ein. nächste Frage. Also ihr seht, heute ist es ein bisschen verbuggt. Oh, ich habe eine Pinguinfamilie gefunden. Oh mein Gott, eine Großfamilie. Ich finde hier immer nur einzelne. Ja, hier sind ganz, ganz viele. Schaffst du die alleine? Wenn ich normale Pfeile habe, ja, habe ich. Sehr schön. Und wenn man Ich kill die, die immer mit es ist so mit gemein, einem in den Kopf Ami. schießt, dann kriegen die anderen nichts davon mit. Okay. Und man kann die super gut einfach. Toll, ich habe jetzt 10 organisches Polymer rausbekommen. Habe ich einen Knüppel dabei? Nope. Habe ich vielleicht einen Knüppel gelootet? Ich hab schon. Aber ich glaube, ich packe jetzt einfach den Tühler aus und schnetze die mit dem Tühler Ich klein. hab 240 Polymer schon. Oh, da kriege ich nämlich auch einiges raus. Oh, der Ach Tüler hat ja. sogar ein paar Level. Und da liegt die Note. Ich habe 120, 240 Polymer rausbekommen mit dem Tühler. Und da ist noch ein Pinguin. Zwei. Das klingt gut mit dem Tühler. Müsste ich mir vielleicht auch mal angewöhnen, noch ein Zweitvieh mit einzustecken. Ein Zweitvieh mit einzustecken klingt auch echt ein bisschen böse, oder? Das klingt so wie die Geliebte, die man verstecken möchte. Aber ich muss sagen, die Eventfarmen, die sind echt hübsch. Ja. Sind sie auch. Da gibt's echt nichts, also. Ich habe hier ein Argentavis. Ist jetzt nicht vom Level gut, aber die Farbkombination, dieses Orange, Weiß, Schwarz, Dunkellila mit so einem, ja, komischen anderen, sehr, sehr hellen Gelb. Der sieht schon echt geil aus. Nope, die haben echt schöne Sachen. Ach. Ist egal. Ich hole ihn mal. Denn Wow, hier ist gerade noch eine Großfamilie aufgeploppt. Ich bin dann mal noch beschäftigt. Und ich glaube, da ist noch eine Note. Okay, da kam jetzt kein Polymer raus. Okay, ich glaube, das Spiel sagt, ich habe genug Polymer. Wo bist du denn? Soll ich dir was abnehmen? Nee, nee. Ich kann schon noch tragen, aber ich krieg keins mehr raus.
Die letzten gaben nur Filet. So, was haben wir denn hier? Komm, das ist noch eine Stelle für eine Note, oder nicht? Da ist ernsthaft keine Note? Wollt ihr mich verarschen? Das meinst du jetzt nicht ernst, Spiel, oder? Anscheinend schon. Leute, da ist doch immer eine Note. Tja, da ist nix. Pelagornisse sind gerade ein bisschen verbuggt. Was sind die gerne mal, ne? Oh, ich habe noch mal Pinguine gefunden. Oh, richtig viele. Oh mein Gott. Halleluja. Da ist die Frage, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ich glaube, ich bringe jetzt erstmal das Polymer nach Hause. Da haben wir jetzt ein bisschen was. Klingt gut. Wow. Der Agi ist rot, gelb, blau. Nee, nicht blau. Rot. Ja, hallo Mammut. Ja, nein, lass mich in Ruhe. Rot, rosa und gelb. Das sieht echt hübsch aus. Okay. Aber nicht dieses hässliche Rosa. Megatherium 75. Jutyrannus gleich tot, Level 35. Das ist mir egal. Ich will die Jutilunge. Ja. Jetzt sagen wir, läuft. Aua! Habt ihr einen Knall? Ich hab euch nichts getan. Sie mögen dich halt. Sie haben dich zum, fressen gerne. Ja, fressen gerne. So, ich habe mal die Jutilunge mitgenommen, falls wir noch irgendwas brauchen. Allgemeiner Name, Ankylosaurus. Ach, hast du den Note erwischt? Ankylosaurus crassacutis. Pflanzenfresser, friedfertig. Wild. Anders als viele Herdentiere der Insel neigt der Ankylosaurus eher zur Kleinfamilie. Ich denke, sie können sich dieses Verhalten dank ihrer unglaublich dicken Haut erlauben, der sie ihren Namen verdanken. Obwohl der Ankylosaurus nicht zu den größeren Pflanzenfressern der Insel zählt, ist er dennoch kein leichtes Opfer. Seine dicke, gepanzerte Haut macht es für einige der mittelgroßen Raubtiere zu einer schwierigen Aufgabe, an ihre Beute zu gelangen. Leichtsinnige Fleischfresser laufen Gefahr, sich an den Starren des Ankylosaurus zu verletzen und von seinem Schwanz erwischt zu werden. Als Nutztier. Ohne Zweifel ist die beste Eigenschaft eines gezähmten Ankylosaurus ein enormer, kräftiger Schwanz. Dieser Schwanz ist mächtig genug, um die rohstoffreichen Felsen der Insel zu zertrümmern. Einer der reicheren Stämme der Insel nutzt eine Gruppe von Ankylosaurus in seinen Bergwerken und Steinbrüchen. Die Vorliebe der Kreatur nach Metall ermöglicht es ihm, große Mengen Erz zu ertragen. Denn das Gewicht des Erzes scheint die Kreatur nur zur Hälfte zu belasten. Ah. Dossier fertig. Hübsch. So.
dann fressen wir uns mal durch die Tierchen. Und warum macht der da jetzt hier ständig hier unterschiedliche Ankündigungen, mein Gott? Einmal macht er die richtige Multi-Ankündigung, einmal nicht. Meine Fresse. Ich habe hier zweimal Klingskirn, Amidala. Zweimal hintereinander. Es ist halt arg. Ich flieg mal zurück, weil ich bin eh komplett überladen. Ja, gern. Bring das Polymer mal nach Hause. Da ist ein Juti in der Nähe. Da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Verständlich. Lovia. Oh! Ich sehe es gerade im Stream. Wie pfeife ich denn mein Agi neutral? Ich glaube, du kannst gar nichts pfeifen gerade. So. Schöne Belovia. Und hier sind so viele Pinguine. Hm. Göttlich. Einfach nur göttlich. Ein knallrotes Sitzkissen. Oh. Okay. Und Sitzkissen ist was? Ein Kali- Megatherium. Okay. Level 75. Oh Mann. Ich würde nämlich gefühlstechnisch sagen, wenn wir jetzt hier ein bisschen offline züchten, dann könnten wir eigentlich bald mal die Artefakte angehen und dann die Bosse. Ja. Weil die Tiere haben wir. Ja. Wollte ich auch so sehen. Und dann müssen wir uns halt noch überlegen, ob wir hier Gamma oder Alpha machen wollen, also insgesamt. Macht das einen großen Unterschied? Ja, definitiv. Also auch von den Engrammen schon. Wenn du es Alpha ist halt machst, so, dann kriegst du gleich alles, als würdest du jeden einzeln machen, bei Alpha kriegst du alle. Ah, okay. Also theoretisch, du kannst nach und nach, wenn du faul bist, machst du einfach gleich den Alpha fertig. Ah. Das Ding ist nur, schaffen wir den Alpha? Was ist ich mein? Es ist zwar, oh Gott. Easy peasy. Das ist ein Kalikotherium. Ja, das ist ein Kalikotherium. Bist du da sicher? Nö. Nö. Aber hauptsächlich mal easy peasy schreien. Naja. Das sind Kalis, das sind keine Megatherien. Ich muss ein Stück weiter hier runter. Ich würde halt schon gern Alpha machen und dann von Map zu Map wechseln, sozusagen. Weil wir ja auch mit dem Char im Endeffekt alles haben wollen, auf Dauer. Ja. Komm her, du dumme Hyäne. Ich brauche dein Fleisch. Ja. Aber ich will doch noch nicht sterben. Ich wollte gerade sagen, diese Schildkröte ist jetzt nicht gerade ertrunken, oder? Nee, ist sie nicht. Alles gut. Hab ich. Der Agitavis ist fertig. Der Hübschling. Nein. Der Hübschling. Nihihi. Der ist wirklich hübsch. Oh. War leider ein Männchen. Hm.
würde ich sie. Da werden wir wohl mit leben müssen. Kohlestreib, was machst du da hinten? Komm mit. Hätte ich sofort geparkt mit meinem. Aber das ist auch ein Männchen. Yep. Komm her. Muss doch ein bisschen hier stehen, weil da ist die Nanny. So. Ist mein. Oh, das ist auch nochmal so ein hübscher Agi, aber ich habe halt leider nichts Themenhund. Ein Dödi. So. Mein Bot postet. Ach so, ich weiß, warum mein Bot den einen post, das einen nicht postet. Weil ich Dümmerchen das ausgeschaltet habe, weil ich ja das Halloween-Event gestreamt habe. Ah. So. Und deswegen habe ich den Multi ausgemacht. Weil das ja gerade keinen Sinn macht. Meiner postet hier meine Multi-Dingens gerade völlig durcheinander. Ja. Ich sehe es. Ja, aber so verplant kann es auch mal sein bei uns. Man sieht, ja. Es geht auch mal völlig verplant. Perfekt. Wo ist der Düdi hin? Was bist denn du, Düdi? Männchen. Der Dödi, den wir zu Hause haben, ist ein Weibchen, ne? Ich meine, ja. Schauen, ob die Megatherium-Dame, die wir jetzt gefunden haben, besser ist. Dann bringe ich mal noch ein männliches Dödilein mit zum Zeh. Boah, die Tiere stehen hier alle kreuz und quer. Was ist denn hier passiert? Ich auch schon speichere mal nicht.
Oh, das Megatherium hat 31. Dann kein Bock jetzt die auseinander zu parken. Ich mach das mal anders. So. Oh mein Gott, im Mammut mit pinken Stoßzähnen. Raupen rankommen. Schlüssel, lass mich. Mal, wieso postet denn mein Bot jetzt nur noch die falsche Ankündigung? Boah, ist es denn wahr? Ein schwarzer Kanu. Oh verdammt, sieht der gut aus. Aber nein, wir brauchen keine Kanus. Schinkenkatze, wir brauchen keine Kanus. Und auch keine schwarz-roten Agis. Nein, lila-roten Agis. Ja, ein Level. Ne. 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 Ich verstehe halt zum Beispiel auch nicht, warum eine Zeit lang der Bot vorhin die richtigen Ankündigungen gemacht hat und jetzt nicht mehr. Oh, der Juti sieht schön aus. Und ist auch noch Level 100. Guck mal, ein lila Juti. Ach, zwei von jeder Farbe gehen schon, hast hier. Weichen, was sagst du? Jeder Dino pro Farbe zweimal? Also ich habe die Paarung jetzt bei den Rexen mal ausgemacht. Ich glaube, da haben wir jetzt erstmal genug Eier. Okay. Oh. Was ist der Damage-Wert? Müssen wir gucken, aber relativ guten Damage-Wert haben wir.
40, 49, 37, 49. Ja, okay. 49, 49, ja. Und hallo Husky. Schön, dass du reinschmust. Die ist eigentlich noch richtig? Natürlich nicht, aber ist okay. Nebel. Also im echten Leben ist Nebel schon doof. Was nimmst du denn mit dem Dödi oder was? Hm? Hast du ein Dödi dabei? Ja. Ist jetzt halt nur die Frage, ob ich unsere Base in dem Nebel finde. Bestimmt. Da ich sie mir auf der Karte halt immer noch nicht markiert habe. Clever wie ich bin. Ich hab's auch nicht, aber ich finde so. Ich glaube, ich muss mir mal kein Fleisch zum drüberziehen holen, weil halt und so. Mhm. Bin ich jetzt gerade nicht nach Arbeit und so. So, Dödi ist im Themenkäfig. Da ich ja nichts bei hatte zum Zähmen. Soll ich dir mal mit Gemüsebeiz zähmen gehen? Ich hab Gemüsebeiz dabei. Ja. Könnte mal anfüttern. Level 45, naja. Aber es ist ein Dödi. Kate hatte ja letztes Mal schon mal für mich gesucht und da war ja gar nichts an Dödis auf der Map. Es ist Island echt schlimm. Also ich habe ja natürlich für den Community-Server einiges ausgetestet und da war es ein bisschen besser. Frag mich bitte nicht, wieso. Vorführeffekt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. So. Die Gemüsebaits sind wo? Ich hab die im Tag, im Inventar. Bist du Nähe Base? Ich bin beim Dödi. Achso, gut, okay. Dann. Hab doch gesagt, ich fütter den an. War schon wieder weg. Anstrengender Tag auf Burg. Ja, also ich. Von mir aus, ich merke auch schon, dass ich langsam wieder müde werde. Also allzu lang geht es nicht bei mir heute. Es ist ja auch schon wieder 22.42 Uhr.
Ich überlege, ob ich dann, wenn wir hier aufgehört haben. Ich danke dir, lieber Haskia. Oder der Bot hat heute eine Macke. Was überlegst du? Ob ich nochmal meinen Bot neu einstelle, aber eigentlich habe ich es richtig eingestellt. Oder? Das ist komisch, Haskia. Ja, Mage ging leider nicht, da das Server-Adden Probleme gemacht hat. Der Server will Mate nicht drauflassen. Nee, irgendwie nicht. Nach mehrmals Neustarten und rauslöschen und wieder Neustarten, es hat nicht funktioniert. Aber ist doch auch kurios, oder? Ist es arg. Ja, Ich freue mich ja schon, wie es mit Arc 2 denn wird. Ach Gott, hör mir bloß passiert, auf damit. Solange du keine Hoffnung hast, dass das besser ist als das aktuelle Arc, wirst du nicht enttäuscht. Was ich mich halt frage, wie das mit dem neuen Kampfsystem und alles. Ich bin ja gespannt, am 6.11. glaube ich, gibt es den ersten Livestream von Wildcard zu Akt 2. Eieiei. Wo wir hoffentlich ein bisschen was davon sehen werden. Dieses Jahr noch? Ja. Angeblich ja. Ja. Wo sehe ich denn hier, ob das Tier männlich oder weiblich ist? Wenn es in der Kapsel ist. Das siehst du in dem das Fall, wenn es rot blau ist oder lila ist. Ja, genau. Blau oder lila muss die Murmel sein. Ich sag mir nicht böse, ich hole mal ganz kurz ab zum drüber ziehen. Mir ist nämlich geil. Mir wird immer kälter. Ja, das ist gut. Ja, beim Sitzen wird einem kalt, das ist völlig verständlich. Da ist sie wieder. Baby. Ja, der Donnerstag ist echt meh, Haskia. Hat ja anscheinend auch. Oh. Ich hätte mir vielleicht auch noch was Warmes zu trinken holen sollen. Haben wir eigentlich irgendwo einen Schrank, wo wir Trophäen hintun? Ja, bei den Trophy, bei der Baitstation ist daneben eine Kiste, da habe ich die Trophy Baits reingepackt. Nein, das kann drin bleiben. Das ist ein Käfigzeug. Tut dir nicht den Gefallen umzukippen, nee. Nee, 196er Tech Rex.
Farbe, die Farben, die er hat, die passen richtig. Zwecks Halloween-mäßig. Cool. So. Schwarz, Silber. Und seine Leuchtfarbe ist rot. Hm. Junge. So, Tresor. Oh, wir brauchen auch noch Öl. Ach mein Gott. Wo findet man denn Öl? Ja, auch im Schnee, da waren so viele Ölsteine, ja genau. Mit der Anke, oder? Zum Beispiel, ja. Und er liegt. Nicht schlecht. Ja, Mieze Katze Donner. Dann nehme ich mir mal da an mit. Und geh mal Öl holen. Und vielleicht, wenn ich noch eine andere schöne Anke sehe. Noch eine Anke. Ja, Donna? Guck mal da. Wie mal den Schaukeln. Hm? Oh. Bist du dich ja nach unten fallen? Ja. Ich weiß, was du möchtest, deine Miezekatze. Miezekatze, ich weiß, was du möchtest. Futter. Grundsätzlich wollen Katzen immer Futter. Meistens. Ja. Nee, der Bot ist heute den ganzen Tag schon ein bisschen doof drauf. Kann sie nicht schön schnurren, meine Donner? Total. So eine Süße. Schnarcht. Sie schläft und die Zeit schon. Nee, jetzt ist sie wach. Machst du High Five? Ach, Kate! Gott, ist die Katze gerade wieder süß! Für Futter machen sie alles. Und sie die Chance wird, dann Futter zu kriegen. Mhm. Ja, die können ja halt. Die Beheimaten, die können auch ein bisschen was. Ich habe nur noch 3 Duplos. Ach, so ein Pech. Bärchen hier für dich. Einmal Katzenleckerchen. Nee, ich esse nur Hundeleckerlis. Wie mit Hähnchen. Da kann ich leider nicht mit ihnen, da ich keinen Hund habe. Katzen habe ich noch nicht gegessen. Das reicht, Katze, du wirst zu dick. Du wirst zu dick wie Mama. Die werden nicht dick, die werden nur flauschiger. Das sei hat sie gehört. Das war jetzt nicht gut. Sei's Mann oder Frau oder Tier, man wird nicht dick, man wird nur flauschiger. Ja. Süße Mietz. Oder? Die ist putzig. Jetzt muss ich mit dem Mikrofon. Ach, kleine süße Katze. Du bist aber 2, oder? 3. 3, oh Gott. Ey, mach den Arschloch da weg.
Meine Katze darf das. Hab zwar ein Kilo Hähnchen am Wochenende getrocknet, aber glaube, da würde Bärchen den Kürzeren ziehen bei Rosa. Oh ja, Haskia, oh ja, das glaube ich bei deinem süßen Rosa Schatz hier allerdings auch. Was? Rosa ist das Hundi von Haskia. Total hübsch, eine Dame. Ich habe noch nie gegen Hund verloren. Glaub mir, der Hund ist Schamoffensive. Herausforderung angenommen. Wo muss ich hin? Das musst du mit Husky erklären. Selbst für dich wollte ich, könnte es dir nicht sagen. Was hast du hier mit deinem Ohr gemacht? Wer hat das Maus? War es der dicke, fette Kater? Oder war es die kleine Kampfkatze? Komm her. Oh, siehst du. Und schon schnurste, mein Schatz. Und schon schnurste. Tut mir leid, ich muss jetzt kurz mit meiner Miete kommen. Die ist nämlich sonst gar nicht so kuschelig, wenn man sie dann mal in den Arm nimmt und sie schnurrt sofort los. Das muss genutzt werden. Ach, da hat ja jemand schon Raptor-Knochen-Kostüm gelootet. Kriegst du eigentlich, wenn du Alpha tötest, dementsprechend? Ja. Die sind ja meistens. Obwohl. So, jetzt hat sie ihn noch, jetzt geht's. Wenn meine keinen Bock mehr hat, dann genippt die meistens. Ach, echt? Sie geht dann nochmal einfach und ich gewähre ihr das auch, dass sie dann einfach gehen kann und dann ist auch gut. Ich freue mich ja um jedes bisschen, was hier zugesteht. Die Mieze Katze, da ist immer ein bisschen eigenes. Man weiß halt auch nicht so genau, was sie durchgemacht hat, weil Tierrettung und ja, ne? Ach so. So eine ist es. Mhm. Schnucklige 52 Kilo Knuddelmaus, sagt Haskia. Ein rosa Leinchen. Das ist mir zu. Warum schreckt eigentlich immer das Handy, wenn man mal kurz darauf angewiesen ist, dass es gehen muss? Bin nämlich morgen und Samstag in Hamburg unterwegs. Oh. Zur Polaris-Messe. Da fahre ich hier irgendwann früh los. Was ist das? Eine Messe für Streamer und Kreative, soweit ich das. Was macht der Bot da schon wieder falsch? Was geht der Bot, der mobbt mich heute. Oder? Wie siehst du das? Oh, und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen mit auch einem Programm. Bühnenprogramm, soweit ich das gelesen habe, gibt es wohl auch. Da hast du dann noch Technikbereiche und Bereiche, wo weniger Techniklastik ist. Ich habe mir das Programm noch nicht komplett durchgelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nur so stümperhaft Auskunft geben. Es ist ein wunderschöner roter 95-leveliger Agi.
ich will ja gerade kein Agi, ich will ja Öl für Tresore. Ja, schon wieder dieser wunderschöne Juti. Vielleicht will ich auch einen Juti. Ich habe aber keine Juti-Bates mit. Oh, hier ist der nächste Juti. Was ist denn hier los? Kaum sucht man keine Jutis mehr, ist eine Juti-Überschwemmung. Mm. Hier, diese Dinger sind Öl, oder? Warte mal, ich habe den Stream gerade nicht offen. Oh, Entschuldigung. Ja, diese großen, brockigen Dinger halt. Ja. Ja. Diese schwarzen. Ja. Oh ja. Aber die haut die Anker anscheinend so nicht um. Weil kein Eisen. Achso, da musst du mit der Hand dran gehen. Ja, halt aufsitzen und so machen. Achso, oder so, ja. Das geht auch. Das ist jetzt nicht das Problem. Jo, irgendwie ist meine Konzentration heute ein bisschen dahin. Ich glaube von uns allen. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal wieder besser. Ja, bestimmt. Sonst bin ich ja immer die, die das so mit Pleiten, Pech und Pannen beim Stream hat, ne? Heute sind wir halt mal alle betroffen. Ich kann euch im Prinzip auch nächste Woche den Server anmachen. Wenn ihr sagt, ihr wollt Ark machen, ihr wollt ein bisschen züchten oder so, ist kein Problem. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Muss ich gucken, wie ich es nächste Woche mit Arbeit schaffe. Bei dir ist ja auch nicht so einfach, gell? Nee. Das gibt Wochen, da ist es ganz entspannt auf Arbeit, oder Tage, da ist es ganz entspannt. Und dann hast du immer noch so Tage und nur wie heute, wo einfach. Ja, sag mal, überlegen, ob wir generell das nicht jetzt hundertprozentig fix donnerstags machen. Gibt es einen Tag, wo es bei dir dann besser ist? Also gibt es pro Woche halt eigentlich einmal einen Tag, der besser ist? Halt nicht, das ist halt das Problem. Okay. Dadurch, dass ich halt mit Kunden arbeite, mit Kundentermin, kann das jede Woche, jeden Tag treffen. Hm. Das ist so, Du fährst dann zu den Kunden, mal, oder wie? Nee, die kommen... Nee, die kommen zu mir schon in den Laden. Aber okay. Du hast dann so mal Tage, da sagen ein Haufen Kunden ab oder es klappt alles wie am Schnürchen. Mhm. Und dann hast du so Tage wie heute, wo du, ja, ne? Wo es ja. Halt einfach ein kompletter Workkrampf ist. Man kennt es. Mal so zu sagen. Also, erste Kundin, also, was es heute erträglich gemacht hat, ist, dass ich nur eine nette Kunden hatte, aber wenn die ersten Kunden alle viel zu pünktlich kommen, dann zwischendrin da einer kommt, der auch eh schon von der Zeit her das ist, wo es Rand der Kante geplant ist, der dann auch noch 10 Minuten zu spät kommt, dann war es das mit dem Tag. Dann ist der Tag gelaufen. Mm. Und so war es heute. Klingt schön. Ja, bin ich bis zu Feierabend nicht losgeworden. Und dann kannst du halt nur froh sein, wenn du einen Haufen Leute hast, die dann verständnisvoll sind und nicht dir die Hölle heiß machen, ne? Hm. Meine Katzen drehen gerade schon, da sind ein bisschen dezent am Rad. War das Geräusch? Nein. Ja. Nein, ich habe ihnen nichts getan. Würde ich nur mal so sagen. Außer sie noch nicht Abend gefüttert, aber das mache ich ja eh immer recht spät, von daher. Ja. Sag mal ganz eine andere Frage. Ich habe im Workshop eine Mod gefunden, wo man die Sachen, die man farmt, einfach nur rausschmeißen muss und die Schränke sammeln das Zeug auf. Das wäre für den Stream-Server vielleicht ganz interessant. Das ist eine coole Nummer. Statt der Visual Storage quasi.
Dass wir die mit draufnehmen und die ganzen Schränke austauschen. Die hat zwar noch andere Funktionen, aber die müssen wir ja nicht nutzen. Und wir sind ja am Stream-Server sowieso nur unter uns. Ich meine, ja, du kannst halt seltene Blumen und seltene Pilze anpflanzen, so ein Krempel. Aber ich meine, muss man ja nicht nutzen. Nee. Dann wären wir hier bei 16. Aber ist auch noch überschaubar, finde ich. Sollte passen. Und wie gesagt, wenn der das Zeug einfach in die Schränke packt, ist das doch super. Ja, hätte ich jetzt persönlich damit kein Problem. Ja. Bärchen, was sagst du dazu? Ich bin gut an. Kate ist sowieso mit allem einverstanden. Ja. Also, von daher, passt. Was soll das denn hier werden? Bist du bei unserem angefangenen Stall? Ach, das ist so ein Stall. Musste halt ein bisschen groß werden wegen Rexe und so. Man könnte man auf dem Cluster, also auf dem Community-Server mit Einschränkungen natürlich statt der Visual Storage auch draufpacken. Jo. Aber die ist halt nicht so schön. Also Visual Storage ist halt schöner. Wenn du so an Deko denkst. Ja. Und von daher, man kann ja überlegen. Kann man machen, jo. Ich meine, dieses automatisierte, weiß ja nicht. Jo, nun gut. Da ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig weiß, was ich gerade tun soll, ich stehe gerade ein bisschen planlos 1500, in der Basis. 1500 Öl reicht erstmal, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Bärchen hat einen Otter mitgebracht, oder wo ist der her? Ja, weil du letztes Mal irgendwie was gesagt hattest. Ach ja, stimmt, genau, da war ja was. Wegen, Bärchen, du weißt aber schon, dass du die auf Nahkampfschaden leveln sollst. Das ist der einzige und... Otter, Kälte, Nahkampfschaden? Ja... Aber weil du mir noch nicht gesagt hast, wofür, oder keine Ahnung, für irgendwas, weil du irgendwie eine Aufgabe hattest oder irgendwas, hast du gesagt, das eine Mal? Ja, Artefakte, aber da ist Gewicht wichtig, Gewicht und Nahkampfschaden. Aber egal. Ach, vernünftige Pelzrüstung und dann geht das. Ja, Island geht noch, also... Toll, jetzt sind ein Haufen Pinguine hier. Steck dir eine Katze auf Tasche, dann hast du das Problem nicht mehr. Dann kannst du die Pinguine einfach wegmachen. Mhm. Wie lange ist das her, dass wir das vorhin festgestellt haben? Ja. Was meint er, wie lange brauche ich, um das mitzukriegen? Um mir zu merken. Nicht lange. Das, ich bin sehr lange. Ja, Haske, der Bot ist heute ein bisschen komisch. Ja. Wer dreht da am Rad? Bist du das, Donner? Ich keine Antwort mehr. So, ich wollte ja eigentlich den Agentavis zeigen. Ja, genau, zeig mal den Agentavis her. Und den Rex? Wunderschöner 95er Tabichara. Wo ist der wunderschöne Rex-Bärchen? Der
in meinen Augen richtig schön passend zum Halloween. Der ist noch am Sam. Ach so, der ist noch gar nicht fertig. Okay. Der ist noch nicht fertig. Ich bin hier am Gewächshaus oder was das da ist. Nach die lieber angerollt. Hauptsache 49. Du auch. Ja, so das Bullshit. Ist klar. Das müsste der sein. Boom. Oh. Der ist hübsch. Bin auch gleich da zum Gucken. Man kann übrigens bei Immersive Taming einstellen, dass die Movement Speed Punkte auf andere Punkte verteilt werden. Muss mir das mal anschauen. Das könnten wir nämlich hier aktivieren. Das wäre ja mies, dann machst du die in Angriff. Nee, ich glaube, das verteilt ja dann random, oder? Ja, genau. Der verteilt dann die Movement Speed Punkte, die die Tiere draufkriegen, random an die anderen, auf die anderen Punkte. Ist halt auch Oxy wahrscheinlich dabei. Das ist Rotz. Aber zumindest die verlorenen Movement Speed Punkte sind halt nicht dabei. Der Agi ist ja hübsch. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wo das geht. Ja, Bärchen. Das ist ein richtig schöner Agi. Und ich habe ein Weibchen. Da in Dunkel, wenn du paaren möchtest. Deins war ein Männchen, ne? Das Schöne. Jo. Ich schmeiß mal hier die Paarung mit meinem Weibchen an. Dann kannst du das erste Ei haben. Hm. 72% hat der Rex erstmal gerade. Uha. Ja, der... Was sagt er? Neunundneunzig Effizienz und 72%. Achso, soll ich die Tresore dann trotzdem bauen, Flummi? Bleibt jetzt dir überlassen. Brauchen wir dann ja eigentlich nicht. Nee. Können wir was anderes mitbauen? Nur die Frage, was? Ah, Redistributed Wasted Stats, da habe ich's. Genau. Schauen wir mal, wie sich das verhält. Ich würde lachen, ich krieg Drillinge. Oh ja. Das wär's. Dann würde ich aber auch feiern. Das würde ich auch so. So, Zündpulver brauchst du ja für das komische Nest hier, ne? Ja. Müsste aber noch in irgendeinem Stöselmörserteil drin sein. Kannst du ja bei dem Rex gleich mal testen, der jetzt dann da fertig rauskommt. Der dürfte dann keine Movement Speed Stats mehr kriegen. Meinst Theoretisch. Du? Theoretisch ja. Weiß nicht, ob die Funktion funktioniert. Na, ich habe ihn auf die altmodische Art gemacht. Ach so, ja, stimmt. Okay. Ja. Macht Sinn. Okay, 16 Minuten.
Ach so. Haben wir eine Nanny? Hm? Ich glaube ja. Wir haben eine Nanny hier mittlerweile. 96% hat der Rex. Ja, ich habe die extra so hingestellt, dass die in der Range drin sind. Ach ja, wie gut. Für einfach mal frei Schnauze habe ich gerade echt gut getroffen. Am Wasserrohr. Sind das Zwillinge? Ein 17er, das sind Zwillinge. Ja. Ein Schweinchen. Jo. Für die Heilung. Ist das ein Männchen eigentlich? Ja, es ist ein Männchen, oder? Ich habe mein Wasser schon wieder ausgetrunken. Es ist doch unglaublich. Aber doch eigentlich das Gute unglaublich, oder? Nee, mein Ciao. Ich habe noch nicht ganz ausgetrunken, ne. Muss auch mehr trinken. Schäm dich. Muss ich dich jetzt auch noch erziehen? Nein, muss ich natürlich nicht und werde ich auch nicht. Aber, ne? Man kennt's. Das kann ich mir, glaube ich, gerade so gerade verkneifen. So. 12 Minütchen. Bis zum Ei. Was? 12 Minütchen bis zum Ei. Ach ja, Klaus hat doch ein. Hast du jetzt ein Dodo gezähmt eigentlich oder nicht? Schinko? Nee. Ah, okay. Ach. Hatte. Gemüse mit, falls ich noch eine schöne Anke sehe, aber. Da ich keine schöne Anke gesehen habe. Ja, die Eventfarben haben schon was. Ich habe beim Server-Testen vom Community-Server einen, ach, der hätte euch gefallen, ein lila Megatherium mit babyblauen Füßen. Was für eine gute Kombi. Ja. Also die Kombi hat was, definitiv. Es war schon fast so ein Auberginen-Lila. Also, oh, cool. So ein richtig schönes Lila. Ja. Es gibt ein Lila und es gibt ein schönes Lila und es gibt ein Lila. Ja. Ach ja.
Ja gut, dann würde ich aber mal sagen, ich meine, wir könnten das natürlich, aber jetzt rentiert sich's wahrscheinlich nicht, oder? Server runter, Mod drauf, Server ran und nochmal kurz online gehen. Ja, ich glaube um die Uhrzeit nicht mehr, nee. Ja. Sonst, ich würde die jetzt dann installieren und wir können dann das nächste Mal damit spielen. Ja. Aber ich glaube, die macht hier ganz viel Sinn. Ja. Und Oh, Bärchen bringt schon Dinos rüber. hier, das ist der, den ich meinte, der silberschwarz mit rot. Oh, der sieht gut aus. Fällt mir. Wo ist der? Wo bist du? Warte, er kommt gleich wieder zu dir. Ach, rüber in die Basis. Okay, ja, klar. Moment, ich komm rüber. Huch, hi. Oh, der ist hübsch. Der ist richtig hübsch. Die Farben, die sind Die Farben sind cool. da nur noch die Werte, die Ah. guten. Also 47 Gewicht. Wie signiert, ob der das braucht? 49 Ausdauer? Ja, warum nicht? Würde ich behaupten. Ah. Zusammengewürfelt aus allem, was wir haben. Oder? So ungefähr. Ja. Ach ja. Steig auf. Der will eine Tintobeere. Vielleicht geht das. Ja, und jetzt kriege ich keine. Oh, das ist doch nicht wahr, Spiel. Ja, geht. Ich danke dir. Ernsthaft jetzt? Ich habe hier einen Moshops, der eine Tintobeere will und ich kriege jetzt keine Tintobeeren. Ich zeichne das gerade auf, ja? Jetzt. Schicksal. Oh. Arg. Der soll nämlich Es zum ist Farmen hier arg. rumrennen. Huch. Den lasse ich hier einfach. Genau. Ich würde mich aber, glaube ich, an der Stelle auch tatsächlich rauslocken. Noch ein paar Minuten, so denn die Community will mit der Community schnacken. Vielleicht auch noch eine Runde Fall Guys spielen, wenn jemand möchte. Community Fall Guys. Und dann Ja, schlafen gehen. ich würde Weil ich bin sagen. nämlich saumüde und ich muss morgen 400-500 Kilometer oder so fahren. Ach du Fall meine Guys Güte. habe ich nur für PS4. Oh, schade. Oh, schade. Na gut, ihr Lieben, dann mache ich an der Stelle jetzt aber auch Schluss. Ich guck mal, wo ich euch noch hinschicken kann. Vielleicht ist ja Ja, noch jemand online. dann sammle ich erstmal das Ei ein und dann Gucken will wir ich auch. mal. Genau. Ich werde, wenn noch online ist, zur Maid raiden. Die ist noch da? Ja. Also das heißt, ich spiele ja gleich noch ein bisschen. Danke dir, Haskia. Ich spiele gleich noch ein bisschen Fall Guys, wenn die Community das möchte. Und Das dann, ist so ein Aggressionsspiel. Echt? Finde ich nicht. Ich lache mich Doch. dabei immer halbscheckig. Ich raste da aus. Du Ich willst, nehme mal die liebe Freya. du springst, machst diesen einen Move, so dass du nach vorne jumpen tust, wie so ein Dash. Und dann kommt da so ein. Ne, jetzt müsste ein Delfingeräusch kommen. Von der Seite und wieder ein Delfingeräusch und schubst dich weg. Ja, ne? Ich kenne das. So ein So. Aggressionsspiel. Ich lache mich da ständig kaputt. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitspielen oder mitspielen lassen, whatever. Und würde mich schon mal bei euch im Voice verabschieden, Jo. damit ich gegebenenfalls, falls jemand Fall Guys mitspielen möchte, bei mir auf dem Discord-Server reagieren kann und sie reinziehen kann. Aber ist Ja. das nicht eigentlich egal bei Fall Guys? Ist das nicht Crossplay? Ist es, glaube ich, mittlerweile. Ja, Aber spiel mit, ich wenn habe es die Leute geht. dann. Ich habe die Leute dann nochmal bei mir auf dem Discord im Sprachchat mit drin, deswegen.
Na, warum PlayStation und Xbox kann Discord? Ich kann ja, aber du hast die Einladung nicht, das meinst du, glaube ich. Ja, ach so, ja. Aber theoretisch könnte ich über meine Xbox in Discord, also ist ja jetzt so Discord-kompatibel. Ach, echt? Ja. Ach, cool. Also du könntest natürlich auch gerne eine Runde mitmachen, wenn du willst. Ich müsste mich erst runterladen und zurzeit spiele ich sehr viel Elden Ring. Okay. War nur ein Vorschlag. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Na gut, ja, ihr Lieben. Ich werde mich dann aber hier auch verabschieden. Vor allem mal im Stream. Gute Nacht. Jo. Und ich wünsche euch was. Wir hören uns auf jeden Fall. Ja. Bis dann. Danke mich für die entspannte Runde. Tschüss. So, ihr Lieben. Dann nochmal ganz offiziell. War heute ein chaotischer Abend. Ja, gibt's auch mal. Ich hoffe, es wird demnächst besser. Ich habe da aber ganz... Bin da ganz zuversichtlich. Jo, wie gesagt, nächste Woche kein Stream. Beziehungsweise nächsten Donnerstag kein Stream. Ob wir dann Wochenende streamen, steht noch in den Sternen. Star Stable ist gerade selbst so ein bisschen unsicher, wie man gemerkt hat. Weil die liebe Kate einfach auch sehr viel Real Life zurzeit gerade hat. Und es wird im Winter wahrscheinlich nicht besser werden. Von daher müssen wir mal gucken, ob und wie und wann das in Zukunft weitergeht. Wie wir da weitermachen. Wie gesagt, ich habe Spaß dran, zwischendurch was anderes zu bringen, aber für Kate ist es halt gerade ein bisschen schwierig. Und jetzt bin ich schon wieder beim falschen Ausgang rausgegangen. Das ist schön. Ich stelle mal die liebe Luna noch hier unten irgendwo hin. Die ist ja fertig. Jo, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Ich schicke euch jetzt gleich noch weiter. Würde mich jetzt an der Stelle schon muten und schicke euch jetzt dann an die liebe Freya weiter. Mal gespannt, was die da gerade spielt. Und dann schauen wir uns das mal an. Also dann, bis dann.